So, herzlich willkommen zu einem erneuten Video von uns. Heute geht es um Florian seine Schaftauswahl für den 2022er Treiber. Da sind wir ja schon sehr gespannt. Wir schauen uns mal Kopf nicht so genau an, oder wir testen jetzt nicht verschiedene Köpfe, sondern vor allen Dingen Schäfte. Das ist ja so oder so ein Thema bei uns, das ganz, ganz wichtig ist, meiner Meinung nach. Fast noch wichtiger wie der Kopf. Da schauen wir uns heute ein paar Schäfte an. Genau, ich habe ein paar rausgesucht. Es geht bei mir so ein bisschen um die, ja, auch ums Schaftgewicht, was immer mal wieder ein kontroverses Thema zwischen uns ist, sage ich jetzt mal, weil ich halt auch so eher so die 60, 65 Gramm bevorzugen würde. Spiele ich auch aktuell oder habe ich eigentlich auch letztes Jahr durchgängig fast gespielt, und ich könnte aber sicherlich auch in die Richtung 75 Gramm gehen. Haben wir natürlich auch eine große Auswahl in dem Bereich, das muss man wirklich sagen, deswegen können wir uns da jetzt mal ein bisschen austoben und mal schauen, was wir optimieren können und wo es in die richtige Richtung vielleicht geht. Wir nehmen einfach den Callaway Rogue ST Max LS her. Das ist ein Kopf, der mir bisher sehr, sehr gut gefällt. Ich finde, der steht sehr neutral da, sehr sauber da, und er verzeiht mir, zumindest jetzt für mein Trefferbild, verzeiht er mir doch recht viele Fehler. Genau, ja. Ja, was man wissen muss, ist bei diesen leichteren Schäften, um 50, 60 Gramm vor allen Dingen, die kriegt man halt meistens nicht so hart. Also dadurch, dass du mit 115 Meilen schwingst, plus mal minus sowas. Aber das ist halt ganz schwierig für uns, dass wir da auch leichte Schäfte finden, die halt hart sind vor allen Dingen. Ja, genau. Aber dann starten wir doch mal mit dem Kaiyoshi Black. Der hat 75 Gramm X-Flex natürlich. Ja, also das wäre jetzt schon so oberes Ende, was das Gewicht angeht. Mit 75 Gramm CPM hat der 272, das ist eher ein bisschen wenig. Ja. Also das wäre jetzt so die freundliche Version eines schweren Schafts. Genau, der ist nicht ganz so hart mit 272 CPM. Was man wissen muss, das ist aber immer noch im X-Flex-Bereich. Es gibt allerdings auch X-Flex-Schäfte mit 260 CPM. Gut, worauf es halt beim Driverschaft konkret ankommt, ich will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist halt wichtig, wir wollen ja das Maximum rausholen, trotzdem noch Kontrolle bewahren, und das ist halt vor allem wichtig, dass man den hier gut laden kann und nicht die Kontrolle verliert, und dass er halt eben unten, ich sag mal, richtig kickt, sprich im richtigen Moment die maximale Schlägerkopfgeschwindigkeit generiert, und er muss halt insgesamt, bei so einem Driverschaft passiert hier unten relativ viel während des Treffens. Er muss halt hier in der richtigen Zeit, sage ich mal, den richtigen Loft generieren, damit wir den ganzen eben High Launch, Low Spin auf Länge hinbekommen, den Drive. Das ist immer so die Herausforderung, die wir halt im Fitting auch immer haben. Der eine braucht ein bisschen mehr, der eine braucht ein bisschen weniger. Und ja, jeder Spieler ist da anders. Wir schauen jetzt einfach mal, wie der Kaiyoshi Black funktioniert. Jetzt sehen wir schon sehr hoher Launch. Ja. War aber auch eher offen. Ist nicht optimal. Ein bisschen oben getroffen. Ja. Ich weiß auch nicht so richtig, aber ich habe gefühlt, ist mir da etwas zu weich, oder er produziert doch recht viel Loft oder Launch. Ja, recht hoch. Jetzt ändern wir das Ganze mal und gehen jetzt auf einen, ja, recht speziellen Schaft, auf dem Akra TZ5. Also Akra hat TZ5 und TZ6. Der TZ5 ist eher ein High-Launch-Schaft und TZ5 ist ein Low-Launch-Schaft oder TZ6 mit Launch. Der hat nur 55 Gramm und ist aber sehr, sehr hart, also 55 M5, da haben wir 277 CPM, und das ist, ja, also das ist auf jeden Fall deutlich im X-Flex-Bereich und ja, recht hart. Genau, also der wiegt jetzt nicht geradeaus irgendwie 55 Gramm, sondern es ist ja immer ein bisschen mehr wie angegeben, also der wird so seine 62 Gramm wahrscheinlich schon haben. Aber es ist so ziemlich das leichteste, härteste, was wir in der Matrix haben. Okay, also das ist jetzt so ein bisschen wirklich eine ganz andere Richtung vom Gewicht her.
Schwunggewicht ist jetzt gleich, das ist mir auch immer wichtig, aber es fühlt sich schon etwas leichter und angenehmer an. Schauen wir mal. Der Lounge ist eh noch hoch, aber ich glaube, da war jetzt der dynamische Loft etwas höher. Ja. Also da war es bist gut. Der war einfach ein bisschen aufgemacht, 3,7 offen. Ja. Da haben wir das Problem dann gleich. 22 Grad dynamischer Loft. Ja, mir geht so ein bisschen die Genauigkeit ab. Das Trefferbild auch ein bisschen unsauberer. Der war jetzt ein bisschen an der Hacke. Zwei links hatten wir. Ja, der war jetzt okay, aber nicht 100% sauber getroffen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es der in die engere Auswahl schafft. Der fühlt sich schon leicht an. Ich kann ihn ganz gut beschleunigen. Aber die Genauigkeit Aber fehlt so ein bisschen. ja. Da bräuchte man natürlich dann auch noch mehr Schläge. Also wir machen schon immer 5 oder eigentlich 8 bis 12 Schläge. Aber das ist halt dann langzeitmäßig, sollte man das dann noch genauer anschauen. Ja. Aber das ist halt immer die Sache. Mit mehr Gewicht sollte da mehr Genauigkeit bringen. Also dafür macht man diese Schäfte ja schwerer. Aber mal schauen, wie der nächste performt. Das ist der Drago 75 in 5, also auch wieder ein harter X-Flex-Schaft, aber in 75 Gramm. Und ich würde sagen, das ist so zwischen dem Acra und dem Open. Ja, ist jetzt einer der, ich sag mal, deutlich härter als der Kayoshi, ohne dass jetzt wirklich schwerer ist. Er ist vom Schaftprofil her dem Ventus Blue recht ähnlich oder auch so zwischen Black und Blue irgendwo. Also ich bin das eigentlich gewohnt. Normalerweise müsste mir der Schaft ganz gut liegen, würde ich sagen. Und das ist jetzt wieder die 75 Gramm Variante. Aber das wäre jetzt so ein typischer Two-Spec-Schaft, den wir halt oft oder wo sich die Spieler eigentlich recht schnell drin verlieben. Ich sage mal, die zu denen er passt, die sind dann auch sehr happy damit und die wollen eigentlich gar nicht mehr so groß durchprobieren oder was anderes haben, wenn sie sich da mal so ein bisschen dran gewöhnt haben. Sehen wir im Ventus ja auch immer wieder. Das ist einfach ein sehr, sehr guter Schaft, auch wenn ihn wahrscheinlich keiner wirklich kennt. Ja, ist recht unbekannter. Der war Ja, jetzt also fühlt. mittelhoch. Ja, aber der hat sich jetzt sehr gut angefühlt zu bewegen. Also sind es auch 120 Meilen. Ja, das ist fast so schnell wie ja, noch nie. Stacktraining zahlt sich aus. Er war an der Spitze. Kommt aber wieder leicht rein, aber trotzdem. Nicht ideal natürlich. Ja, an der Hacke auch unsauber. Ja, so ganz habe ich ihn noch nicht, aber er fühlt sich einfach sehr viel sicherer an von der Bewegung her als die anderen bisher. Ja, auch ein bisschen an der Hacke. Mit dem passiert zum Glück nichts. Ja, dann besprechen wir doch kurz das Ergebnis. Wir sehen hier aufgelistet als allererstes den Acra, also den leichten Schaft mit knapp 60 Gramm, dann den Kayoshi, das war der allererste, und den Drago 75, der zum Schluss jetzt. Wir sehen als allererstes mal den Ballspeed, das war beim Acra besser, das heißt, er hatte mehr Ballspeed, da ist der Ball einfach schneller rausgegangen. Dann hat man deutlich weniger mit dem Kayoshi. Und ja, so eine Zwischenlösung mit dem Drago, was ich sehr, sehr gut finde. Wir hatten sehr, sehr viel Spin mit dem Kayoshi Black. Kann auch sein, weil der heute der weicheste ist mit 272 cpm.
Vielleicht ist da einfach der dynamische Loft nochmal hochgegangen, das werden wir jetzt dann gleich sehen. Das heißt, 261, 261 und 276 carry sogar den Accra. Aber, und jetzt kommt der große Punkt, die Dispersion, also die Genauigkeit. Und das war einfach mit dem Accra nicht ganz so genau. Ich meine, den, wenn das du kontrollieren könntest, dann wäre das super. Ja. Aber es geht bei uns, vor allen Dingen bei dir, in dieser Schnelligkeit, da geht es vor allen Dingen um Genauigkeit. Gell? Und das sehen wir jetzt auch bei Thema Schnelligkeit. Der Accra recht schnell geschwungen und auch der Drago jetzt zum Schluss nochmal. Die Effizienz war mit dem Accra natürlich am besten. Ja, und so sehen wir auch den dynamischen Loft, das, was ich vorher meinte, dass das beim Kaiyoshi recht hoch war. Vielleicht auch, weil er der leichteste ist. Der weichste, ja. Genau. Also der Kaiyoshi ist halt einfach von der CPM hier ein bisschen weicher gewesen. Er ist jetzt nicht wirklich leichter. Ich konnte ihn einfach ein bisschen schlechter beschleunigen, was man auch deutlich sieht. Also das war durch die Bank einfach etwas langsamer. Das wäre jetzt für mich so ein Fairway-Finder-Driver. Das Ganze vielleicht mit dem normalen Rogue ST Max und nicht mit dem LS. Da sind wir dann in einem Spin-Bereich, wo man jetzt wirklich nicht auf Länge geht, aber sehr, sehr genau. Also ich hatte den wirklich, auch vom Trefferbild her, war das, dass in beide Richtungen nicht viel passiert. Das war bei den anderen so ein bisschen anders. Drago würde ich jetzt deswegen als Favoriten einfach nehmen, weil er von Schlägerkopfgeschwindigkeit mit am höchsten war und weil ich mich an den Schaft einfach sicherlich schneller gewöhnen kann. Wir haben halt jetzt da keine 100 Schläge gemacht und auch nicht auf dem Platz, aber es wäre jetzt so einer, glaube ich, wo der jetzt gegenüber dem Accra dann doch nochmal aufholt und ich sag mal diese Längendifferenz, die wir gesehen haben, auf jeden Fall wettmachen kann. Was für mich raus ist, ist jetzt so der Accra, das ist jetzt so leicht, einfach, ja. Trefferbild einfach nicht so konstant, obwohl er natürlich jetzt von den Werten her richtig toll ausschaut. Also 15 Meter mehr Carry ist natürlich ordentlich. Aber das ist jetzt wieder so ein Thema, gewöhnt man sich dran an so einen leichten Schaft, nur um Maximum Länge rauszuholen oder will man so einen, sagen wir, kontrollierbaren, der trotzdem seine Meter macht. Genau, ja. Ja, aber das war doch mal eine ganz gute Auswahl von diesen drei Schäften. Und ja, da hast du jetzt mal eine Übersicht für 2022 und dann als nächstes geht es natürlich dann an den Kopf. Genau. Alles klar, ja dann, vielen Dank mal wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.